So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, wir kaufen mal die ganzen Sachen, die wir hier im Warenkorb haben. Und ja, da geht das Geld schon ganz schön in den Keller. Und das, obwohl wir so viele Aufträge die letzte Zeit hatten. Muss ich hoffen, dass wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Geld reinbekommen. Sonst wird es hier am Ende doch noch knapp. Ja, die zwei Feiertage, beziehungsweise freien Tag. Oh, okay, man geht damit automatisch ins Büro, wenn man E drückt. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht, jetzt weiß ich's. Okay, das hier müsste ich mir merken, aber erstmal würde ich sagen, mache ich den hier. Nee, die nicht, den hier. Dann gehen wir hier mal zu den E-Mails. Genau, das warst du mit den 40 Dollar. Das war ein Intel Celeron Prozessor. Na? Hier. Und zwar der 3930, der G3930. Den müssten wir jetzt mal verkaufen und den neuen einbauen. Dann Wärmeleitpaste drauf und den Kühler. So, das Betriebssystem sollte er jetzt laden. Sonst noch irgendwelche Wünsche? 3D Mark. Ja, okay. Wenn es sein muss, dann kann ich natürlich auch 3D Mark installieren. Okay, da gehe ich mir aber erstmal hier einen weiteren PC holen. So. Das ist der PC mit dem Silverstone-Gehäuse. Das müsste dann, wenn ich mich nicht komplett irre, der PC sein mit dem AMD-System. Sprich, er ist auch mit dem E350er Board, oder? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Obwohl, nee, das war der Intel-Bild. Stimmt, genau, das war der, wo ich unbedingt Intel nehmen wollte, oder? Ich schaue hier hinten nochmal nach. Okay, das hier war irgendeine E-Mail. Das hier sind alles sowieso zu neue Sachen. Hier, die Miete kann ich noch bezahlen gerade mal. Und das eBay-Angebot kann ich mir auch anschauen. Okay, das kaufen wir. Das kaufen wir auch. Ja, gegen 14 Dollar für so ein Gehäuse kann ich auch nichts einwenden. Gehen wir trotzdem nochmal nach unten. Hier, das war der PUBG-PC. Und zwar auf empfohlen Spezifikationen. Ja, das war der i5. So, okay. Und das war das, wo ich letztendlich dann doch noch das Mainboard nehmen musste, was ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ja, gut. Wärmeleitpaste sollte ich dann nicht nehmen. Erstmal sollte die CPU da wohl rein. Ist ja nicht so, als müsste man das so langsam wissen nach, ich weiß nicht wie viel, 20 Parts. Und da musste ich... Warum habe ich das jetzt aufgemacht? Wollte ich doch gar nicht. Nein, nein, nicht aufmachen, genau. Einfach nur den Kühler installieren. Das ist alles, was ich wollte. Netzteile, da musste ich auf günstigste setzen. Obwohl, nee, da habe ich noch. Habe ich doch noch gespart, oder? Sollte mir vielleicht auch mal die Anmerkung dranhängen, damit ich das Geld im Überblick habe. 1000 Dollar war das Budget der Person und das war Scotty B.
Gut. RAM. Das waren die 8 GB. Als Grafikkarte hatten wir diese 1070 geplant. Muss ich aber erstmal hier aufschrauben und hier auch. Das ist eine Dual-Slot-Karte. Steht da nicht? Ja, es ist eine Dual-Slot-Karte. Ja gut, hätte ich mir denken können, es ist eine 1070. Obwohl, es gibt auch Single-Slot-1070er. Aber die sind eher jetzt nicht so oft zu finden. Ich vermute, Festplatte kommt auf die Rückseite, genau. Und für die, die sich jetzt fragen, warum nur 120 GB, ja, mehr war wirklich nicht für das Geld drin. Ich bin nämlich genau beim Budget der Person gelandet. Die Person hatte ziemlich viele Anforderungen. Ich glaube, ich weiß, welches Netzteil das war, und zwar das hier. Ja. Dann frage ich mich aber gerade, warum ich bei der anderen Person ein 600 Watt Netzteil... Ah, okay, jetzt fällt mir es wieder ein. Die andere Person wollte unbedingt Komponenten von Schienen haben. Genau, das war der Grund. Und ein Betriebssystem sollte ich auch installieren, aber das kann ich erst, wenn ich hier den USB-Stick rausgenommen habe. So. Und das, da können wir 3D Max schon anwerfen. Wollte die Person sonst noch was? Okay, eingeschränktes Budget. Und du hast bald vielleicht noch einen PC, den du gerne hättest, aber sonst nichts. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich Wärmeleitpaste drauf gemacht? Ich habe das ungute Gefühl, als hätte ich das vergessen. Ich mache das lieber nochmal. Nur um sicher zu gehen. Man kann ja nie wissen. Na toll, jetzt muss ich nochmal starten. Aber Schlimmeres. Gut, damit können wir den hier abstellen und das nächste Gehäuse mitnehmen. Ach genau, das war das, war das nicht das Gehäuse Stark Avenger? Nee. Ah nee, das war, das war die Cooler Master Komponenten, die Person wollte. Hier kassieren wir aber erstmal die 5 Sterne. Dankeschön. Hier, das ist der PC mit der Diagnose. Da ist noch eine Nachricht, die werde ich gleich lesen. Na, welches? Ah, das ist der PC. Der PC kann Farming Simulator 17 auf Mindestanforderungen spielen. Ich würde sagen, das haben wir knapp geschafft. Den PC haben wir getestet, der funktioniert wieder. 5 Sterne, ich hatte nicht den blassesten Schimmer, was mit meinem PC los war, aber sie haben es repariert und einen Leistungstest haben sie auch gemacht. Ich frag mich immer, woher die Leute das wissen mögen. Außer ich sende es ihnen natürlich mit, aber ich tue es ja nicht. Mach das einfach mit Absicht nicht, um die Leute zu nerven. Ich baue die PCs zusammen, aber sende denen dann keinen Leistungsbericht mit. Übrigens wäre ich definitiv dafür, dass nicht nur die Abstandshalter, sondern das ganze Mainboard direkt eingebaut wird, wenn man diese Sache nicht gekauft hat mit den Abstandshaltern. Weil es ist zwar ganz schön, dass die sich selbst installieren, aber ganz ehrlich, man hätte doch jetzt auch die paar Schrauben vom Mainboard auch gratis noch dazugeben können. Das wäre ein bisschen angenehmer für die Person gewesen. So muss ich mir auch, glaube ich, später noch die Sachen mit dem schnelleren Schrauben reindrehen kaufen. Und ich glaube sogar dann ganz am Ende sogar noch eine Sache, wo das automatisch geht. Obwohl ich gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt möglich ist hier drin. Ah,
okay, da ist schon wieder. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, dass nicht direkt jedes Mal das Netzteil, sobald man es anschließt, angeschlossen, also sobald man es einbaut, angeschlossen wird, sodass man eben bei Gehäusen, bei denen das der Fall ist, noch irgendwie dieses Teil drunter klemmen kann, diese PSU-Halterung. Das wäre schon ganz nett. Kann ich nicht hier installieren? Das hier sind doch zwei Slots, die extra dafür gemacht sind. Hallo? PC? Seite oder was? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee, ja auch nicht. Nie im Leben kann man in diesem Gehäuse... Also bitte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Als ob hier keine 2,5 Zoll... Was? Kann doch nicht euer Ernst sein. Man sieht doch hier sogar die Plätze. Das können doch nicht nur 3,5 Zoll Plätze sein. Nö, das ist jetzt nicht euer Ernst. Na toll. Gut, jetzt kann ich noch die Grafikkarte einbauen, aber glücklich macht mich das auch nicht. Wow, verkabeln, yay. Gut, den RAM kann ich gerade noch reinmachen. Ey, aber das ist doch das einzige Cooler Master Gehäuse, was irgendwie bezahlbar ist, was ich mir kaufen kann momentan. Also das ist schon ein bisschen komisch. Nicht vorstellen, dass das nicht gehen soll. Das muss ich jetzt mal da im Shop nachschauen. Gehäuse. Cooler Master. Aha, aha, aha. Mit Zubehör-Upgrade. Viel Platz und mehr Masse. Okay, ich sehe jetzt nichts, was aussagt, da ist kein Platz für 2,5 Zoll. Das wäre doch saudumm, wenn das... wird gar keinen Sinn machen. Produzieren Sie atemberaubende Grafik sowohl als auch außerhalb des Bildschirms mit scharfen metallischen roten Akzenten, zwei temperierten Glasplatten, Steuerbox mit Beleuchtungszubehör und Zusatzteilen für Grafikkarten Unterstützung. All dies ist in der hohen Flexibilität des Systems gebündelt. Freeform Modular mit Optionen. Was? Okay, da ist noch ein bisschen die Übersetzung ein bisschen kacke, aber hier steht nichts, also wirklich nichts davon, dass sowas nicht installierbar wäre. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach irgendeinem anderen Gehäuse, aber nein, wir haben gerade gar kein anderes Gehäuse, oder? Ja, doch, das eine noch, das unglaublich teure Cooler Master Gehäuse. Aber ist ja nicht so, als wäre das hier mit 180 schon teuer genug. Nein, wir müssen uns dann wahrscheinlich das für 300 holen. 3 fucking 100. Es kann doch nicht sein. Ich installiere jetzt das Teil hier. Im Reader würde ich die jetzt einfach da festkleben mit Klebeband. Mir so egal. Kann doch nicht euer Ernst sein. Cooler Master. Man kann doch kein Gehäuse... Man kann auch heutzutage kein Gehäuse rausbringen, in dem einfach kein Platz für eine SSD ist. Wir sind 2019. Wollt ihr mich... Hä? Ja, okay, das hier hat nichts damit zu tun. Toll.
jetzt sehr, sehr glücklich mit dieser Einschränkung in dem Fall. Und dann beschweren die sich am Ende wieder darüber, dass ich nicht die Sachen von Shein genommen habe. Das fuckt mich jetzt schon ab. Und das, bevor ich den Scheiß überhaupt gekauft habe. Also, wie teuer war die hier? Das, die 250, gebe auch noch so viel Geld dafür aus. 110! Alter! Unverdient, ganz ehrlich. Kommst jetzt irgend so eine unglaublich hässliche 2,5 Zoll Festplatte. Hier für 90. 3 Terabyte, yay, viel Spaß mit deinen 3 Terabyte. So, sie haben recht, Sicherheitssoftware wird an jeder Ecke angeboten gehen, aber wir bieten ihnen viel, viel mehr, etwas Revolutionäres, um ehrlich zu sein, und mit diesem Begriff gehen wir nicht leichtfertig um. Wir bieten, Alle anderen jagen einem unmöglich zu erreichenden Ziel hinterher, der totalen Sicherheit. Sie streben rund um isolierte Systeme gänzlich ohne Schwachstellen an, aber genau das ist einfach nicht möglich. Das sind sogar wahre Worte. Aber welche Alternative gäbe es dann? Voller Stolz präsentiert Achilles Systems das Konzept Anti-Sicherheit. Bist du dir da so ganz sicher, dass du das machen willst? Würde da ja vielleicht, ne, doch eher nichts machen. Aber okay, das Beste daran, das grundlegende, der grundlegende Dienst steht allen Anwendern kostenlos zur Verfügung. Richtig, kein kostspieliges Abo ist erforderlich. Klingt sehr seriös. Unsere bahnbrechende Software untersucht nicht nur ihr System auf vorhandene Schwachstellen, sondern produziert auch gänzlich neue. Alter, das ist ja krass. Gänzlich neue Schwachstellen. Alter, das brauche ich. Aber definitiv. Indem proaktiv nach bisher nicht dagewesenen Sicherheitslücken gefahndet wird, können sie den Hackern einen Schritt voraus bleiben. Ach, das ist gemeint. Ah, okay, ich habe gedacht, das würde extra sogar noch Sicherheitslücken hinzufügen. Aber garantiert ist das kein Virus. Nie im Leben. All das steht komplett kostenlos zur Verfügung. Aber ein Premium-Abo, in Klammern 490 Euro für ein Jahr, stellt Ihnen darüber hinaus exklusive Patches für die generierten Lücken zur Verfügung. Ah, okay. Es ist doch genau das, was ich gesagt habe. Das ist überaus empfehlenswert für Unternehmen und Profis, die ihre Datensicherheit ernst nehmen. Laufen Sie nicht der Menge hinterher. Finden Sie Ihren eigenen Weg. Interessant. Das erinnert mich an diese Fake-Softwares, die sagen, sie würden, keine Ahnung, für dich Treiber suchen. Und da steht dann, 20 Treiber sind nicht up-to-date und so und so viele Sicherheitslücken sind vorhanden und am Ende ist es kompletter Crap. Dann kaufst du dir irgendeine Scheiße für viel Geld und es stellt sich raus, dass entweder das Teil überhaupt nicht funktioniert oder irgendwas anzeigt, einfach nur random, beziehungsweise einfach nur vorprogrammiert jedes Mal das gleiche anzeigt, egal wo du es installierst und egal ob diese Treiber überhaupt da gebraucht werden oder eben überhaupt nichts fehlt. Aber ja gut, sowas gibt's eben leider immer. So. Hi, können Sie einen Auftrag übernehmen? Ich habe früher meine eigenen PCs zusammengebaut, aber jetzt fehlt mir die Zeit. Könnten Sie helfen? Ich bin ein ziemlicher Hardcore-Spieler in League of Legends und brauche deshalb... Oder steht das für League of Legends? Also ich weiß, LOL steht für League of Legends, aber... Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang für League of Legends stehen soll. Und braucht deshalb Leistungswerte von mindestens 5182. Ja, und ich weiß, das braucht niemand für League of Legends, aber... Gibt immer ja Leute. Mein Bruder hat Cooler Master in seinem PC und sagt, das sei vom Allerfeinsten. Das schaffen wir.
Können Sie einen neuen PC bauen? Mir ist Leistung ganz enorm wichtig. Hört sich 5566 als Leistungswert einigermaßen machbar an. Ich mache mir Sorgen wegen Gebrauchteilen. Komponenten von Zotac sollen ja ganz großartig sein. Können wir auch tun. 115. Hallo, irgendwas ist ganz bestimmt defekt. Was auch immer defekt sein mag, Sie müssen mal intensiv prüfen, was wohl vorgefallen ist. Mein Bruder hat vor den PC getreten, alles wurde schwarz und jetzt lässt er sich nicht mehr starten. Was die Zeit angeht, könnten Sie das bitte bis morgen schaffen? Holy shit, das ist wow. Es ist wichtig, Anpassungen mit Leistungstest zu überprüfen. Finden Sie nicht meinen PC auf dem Boden und hat mir eine Menge Staub gefressen, okay. Das hier können wir natürlich direkt löschen. Wahrscheinlich kriegen wir dann am Ende noch ein Virus, jetzt einfach nur wegen der E-Mail an sich schon. Hey, können Sie meinen PC reparieren? Eine offensichtliche Fehlerursache. Wenn schon. Ist nicht ersichtlich, da müssen Sie wohl tief graben. Ich habe vor meinen PC getreten, aus Versehen natürlich. Was halten Sie von dekorativen Kabeln? Erst neulich habe ich welche in weiß gesehen. Und du bist ein Gigabyte-Fan, sprich, das ist das Mainboard. Ja, es ist das Mainboard. Es ist definitiv nie im Leben ersichtlich, was da kaputt sein könnte, wenn ich $110 bekomme und das Mainboard von Gigabyte ganz zufälligerweise $110 kostet. So, hier $115. 115. Ja, das könnte die Grafikkarte sein. Oder auch das Netzteil. Und das... Nee, das Mainboard müsste mehr kosten. Das ist ein DFL-Mainboard. Ja, das kostet mehr. Netzteile. Sind wir jetzt endlich mal an dem Punkt, dass es das Silverstone-Netzteil ist? Zum ersten Mal. Das ST60 FTI. Nee. Das kostet 130. Warum ist das so teuer? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich würde sagen, ich schau mal, ob die Grafikkarte eine Sheen GeForce GTX 970. Nee, doch nie im Leben in dem Preissegment. Nee. Hä? Ich habe jetzt einfach ja angenommen, aber what? War vielleicht keine so kluge Idee. 120 GB ADATA XPG. Nee. Hä? Die CPU kostet so viel nicht? Nee. 115er Bereich, da wären wir an 4620. Oder ist das ein 4620? Ich habe nur gesehen, dass es ein Pentium ist. Deswegen habe ich direkt... Ah, okay. Okay, sorry. Deswegen habe ich direkt alles über 100 ausgeschlossen. Aber ich habe nicht gelesen, dass es halt so ein hochwertiger Pentium ist. Beziehungsweise so ein teurer Pentium. Hochwertig sind die nicht wirklich. Also, nee, einfach nee. Sind sie nicht. Gut, aber ich würde sagen, im nächsten Part stellen wir dann ein paar weitere PCs zusammen und kriegen den hier hoffentlich auch endlich fertig, damit die Person Farming Simulator 17 spielen kann und das im Jahre 2019. Beziehungsweise im Spiel ist es glaube ich 2018, ja. Aber sagen wir trotzdem 2019, wir sind ja hier in 2019 und der Spielstand ist nur so alt. Naja, das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, wieder übermorgen zu einem neuen Part von PC Building Simulator. Ciao!